Ja, hallo zusammen und willkommen zurück hier zu Let's Play Far Cry 3 als Jason Brody unterwegs am Start. Ja, beim letzten Mal hatten wir so ein kleines Techtelmechtel mit der guten Sidra, der Schwester von Vars. Und wir hatten noch so eine komische, ja, was war, wie soll ich das jetzt nennen? Eine Vision war es eigentlich nicht. Es war so eine komische Szene. Ja, wir waren wieder in irgendeiner Scheinwelt und haben die Geschichte des Monsters den Kampf Monster gegen Krieger nachgespielt und haben ja natürlich geschichtsgetreu gehandelt und den Kampf gewonnen. Und als Dankeschön ist dann die gute Sidra mit uns mal kurz zum übergegangen. Also ihr habt es ja gesehen. Okay, und dann hat sich der Jason irgendwie so zum großen Helden aufgemacht und gesagt, er ist jetzt der große Anführer der Rakyat und möchte Vars zum Teufel jagen. Bin ich gespannt. Die Mission heißt Rache und wir befinden uns im Osten der Insel Rook Island. Hier an dieser Stelle und wir sollen wohl jetzt hier rüber und Vars letztendlich den Rest geben, wenn ich das richtig verstanden habe. So, wir haben wieder unseren ganzen Stuff, unsere Ausrüstung. Und dann würde ich sagen, nachdem hier nirgendwo ein Gleiter rumsteht, sehr zu meinem Leidwesen, springe ich jetzt hier einfach mal runter. Ach ja, und hoff mal, dass hier keine Wale am Start sind oder so, ne? Wäre zumindest hilfreich. Ansonsten könnte das Ganze vielleicht ein bisschen wehtun, so vom Wal angeknabbert zu werden. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Aber wir haben es wohl geschafft, so wie es aussieht. Sehr schön. Na, ich sehe auch nirgendwo einen, also, naja. Habe ich mir ganz umsonst Sorgen gemacht. Checkpoint erreicht. Erreiche Vars Insel. Da wären wir. Betritt den Stützpunkt. Ich hoffe, der ist nicht allzu weit weg. Oh. Okay. Ja, hier ist schon Besuch auf jeden Fall. Da ist noch ein Medikit. Sehr gut. Da fällt mir ein, haben wir eigentlich noch unsere grünen Blätter? Das ist jetzt die nächste Frage. Dass wir uns noch was herstellen können. Ja, okay, haben wir noch. Schön, also, grüne Blätter am Start. Eine Weste, die zu 3/4 noch funktionstüchtig ist. So, und hier, ich glaube, da kann man nicht mehr viel machen. Ne, die lasse ich mal so liegen. Wunderbar. Ja, wir schauen weiter. Was mich am meisten irritiert, dass hier nirgendwo Wachposten sind. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, es sind Wachposten da, natürlich. So. Und die quälen wohl hier mal wieder ein paar Unschuldige, so wie es aussieht. Ja. Verdammte Axt. Nein, ich habe den Zivilisten getötet. Entschuldige, Schätzelein. Das wollte ich nicht. Fängt gut an. Ey, die war schon vorher tot. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Böses Hundi. Aus. Sitz. Sitz. Wo kann man denn die Töne schon wieder her? Mein Gott. Noch keine 4 Minuten gespielt und schon geht's wieder los. Hey, Mord und Totschlag. Ah, und ich lade jedes Mal in das scheiß Feuer rein. Bin ich doof oder was? Mann, Mann, Mann. Oh, der sieht mich gleich. Schlechte Idee. Sieht mich immer noch gleich. 2 Stück. Das ist zu wenig. 2 Stück, sind wir ehrlich, das ist viel zu wenig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das alle Wachposten sind. Das ist die 4. Ja, schau mal hier oben. Kuckuck. Ein Scharfschütze, wer hätte es gedacht? Ja, aber ich habe kein Schussfeld, verdammt. Ich habe kein Schussfeld auf den, das ist ziemlich beschissen. Vielleicht kann ich außenrum gehen, das wäre möglich. Wir probieren es einfach mal. Ne, hier nicht. Ja,
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich schätze, ich muss da schon frontal drauf zugehen. Na, hier kommt er wieder nicht hoch. Unsere Sportskanone, Jason Brody, Flachzange. Ah, aber hier kommt er hoch. Schön. So, mal schauen, ob wir von hier ein bisschen mehr sehen vielleicht. Nee. Auf jeden Fall ist der Laden dicht. Also die haben die Fenster und alles auch mal zugemacht, runtergeklappt. Das sieht hier sehr schön. Also entweder erwarten sie uns schon, wobei er muss doch der Meinung sein, dass wir tot sind. Er hat uns ja schließlich erschossen. Na gut, er hat unser Feuerzeug erschossen, aber... Oh, schwierig. Okay, Glück gehabt. Das war knapp. Das war knapp. Ach, schau an. Wen haben wir denn da? Guten Tag. Wen haben wir denn da? Ja, ich fürchte, das wird um ein Gemetzel, wenn wir nicht drum rumkommen. Schätzungsweise. So, wir schmeißen mal Steinchen. Komm. Hast du doch gehört. Hat er nicht gehört. Er ist wieder taub. Das gibt's doch gar nicht. Wieso lässt der Junge sich nicht weglocken, Mensch? Ah, jetzt. Jetzt kommt er. Ne, jetzt geht er. Was macht er denn? Hallo? So ein Trottel. Na gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann ist mir das auch wurscht. So, wir pirschen uns langsam und vorsichtig ran an die ganze Sache. Aber ich werde ich muss angreifen. Ich muss angreifen. Ich komme nicht drum rum. Ich muss die Jungs hops nehmen. Ich glaube nicht, dass ich mich hier irgendwie durchstehlen kann. Versuchen wir es nochmal mit einem Ablenkungsmanöver. Na komm. Schau's da an. Scheiße, verdammte Axt, der hat mich gesehen, Mist. Es ist Jason, ja, ja, toll. Hat super funktioniert. Großer Sport. Nächster. Nächster. Es ist Jason, ja, verdammt. Okay, jetzt weiß Vas natürlich wieder Bescheid, dass wir da sind. Hurra, hurra. So, wir umlaufen den Scharfschützen. Schalten selber auf unser Sniper. Und knipsen die Lampe aus. Dankeschön. Na gut. Es gab aber keinen Alarm, ne? Also ich habe zumindest mal keinen gehört. Einen Bogen, glaube ich, brauche ich nicht. Ich nehme mal das Sturmgewehr. Was läuft hier für eine Mucke? Okay, das erklärt so einiges. Betritt den Stützpunkt. Hätte ich gleich hier richtig Trouble machen können. Hätte ich gleich Frontalangriff machen können. Das war blöd. Naja. So, hier geht's hoch. Hepp. Da ist jede Menge Rote, natürlich. Ist ja logisch. Oh, da genießt er eine Massage, so wie es aussieht. Aha. Spezieller Club war. Ja, doch, so schaut es zumindest aus. Man lässt sich hier gefallen. Wieso kann ich keine Waffe in die Hand nehmen? Glaube ich es noch. Was ist das für ein Scheiß? Ah, jetzt hat Lee. Finde und töte was. Wieso verschwimmt das Bild so komisch? Überraschung, Pisser. Nicht gedacht, dass ich weiß, dass du kommst, ha? Lol. Bin so enttäuscht. Du warst so vielversprechend, Jason. Scheiße. So scheiße vielversprechend. Jetzt sitzt du hier im Käfig des Lebens gefangen.
Okay, schön. Also, jetzt haben sie es komplett auf und sagt, wir sind mal wieder eine kleine Falle. Oh, hier brennt alles. Schwierig. So, ich würde sagen, wir springen hier einfach mal runter. Oh, oh, oh. Das macht mir, das gibt mir echt den Rest hier, doch. Das ist ja, da drüben wieder so ein scheiß Scharfschütze, ey. Fuck. Wo ist er denn? Mist. Ja, toll. Okay. Das ging jetzt zu plötzlich. Boah. Was ist denn hier los, ey? Was ist denn das, bitte? Das waren jetzt too much. Beziehungsweise, ja, schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Finde und töte was. Wir probieren es nochmal. So, den am Geschützstand platt machen, den da unten platt machen. Hä? Du glaubst dran und du glaubst dran und du glaubst auch dran. Wasch. Oh, Alter. Okay, es wird, glaube ich, Zeit für eine Spezialspritze. Wir haben ja diese Endorphinspritze, ne? Wenn wir uns erinnern. Wenn wir da eine Rezeptur bekommen. Die wollen wir gleich mal ausprobieren. Medizin. Benutzen. So, jetzt haben wir nämlich zusätzlich Gesundheit. Na, das glaubst du selber nicht, dass du auf mich schießt. So, runter hier. Wieso komme ich da nicht rein? So, nachladen. So, das mit der Spritze hätte funktioniert, denke ich. Das war genau richtig mit der Spritze. Mensch, die hat uns den Arsch gerettet. Unsere Weste ist weg. Alles klar. Da ist noch mal einer am MG gewesen, der Sack. Da kommt wieder so ein Brandstifter. Da hinten kommen noch ein paar. War's das? Komm, das muss doch gewesen sein. Nee, es kommen noch mehr. Ich glaub's ja gar nicht. Na gut. Alle hopp, Freund. Auf geht's. Wir müssen weiter. Wir haben keine Zeit, uns hier aufzuhalten. Nachladen. Ah, der war schon tot. Ja, gut, doppelt gehält. Doppelt genäht hält besser, ne? Heißt so schön. Wo sind sie? Oh fuck. Nachladen, komm, komm, komm. Also ich bin jetzt gerade echt ein bisschen ruhiger, einfach weil ich versuche mich irgendwie zu konzentrieren, dass ich die Burschen hier platt kriege.
So, mal eine Spritze reinknallen. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, haben wir noch. Was? Jawohl, Gesundheit. Eine Weste oder so vielleicht? Nee. Hier oben vielleicht noch was? Nee, auch nicht. Okay, ja, dann betreten wir die Höhle des. Die Höhle des Löwen mal wieder. Was? Wo bist du? Jason, sei doch nicht so dumm. Boah, was ist jetzt schon wieder? Das Bild verschwimmt. Hatte hier wieder irgendwelche komischen Halluzinogene strömen lassen. Irgendwelche komischen Nervengase. Zuzutrauen wäre es ihm. Überraschung, Fickpisser. Oh nein, nicht schon wieder. Fuck. Das ist Sidras Dolch? Wie kommt er an Sidras Dolch? Spielt Sidra ein falsches Spiel? Hilft sie was? Was geht hier wieder ab? Natürlich nicht zu erklären. Nee, okay. Die Logik verabschiedet sich. Wer bist du, Jason? Was für ein Mann bist du? Tja, das frage ich mich auch. Was? Ich bin der Angelpunkt. Was läuft hier für ein Film? Okay. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber Mann. Jetzt glaube ich's. Stark, mächtig. Das war's. Bist du gern bei meiner Schwester? Ja? Sie wird einen Krieger aus dir machen. Du bist so kaputt, Jason. Na los, drück ab. Na los, du Schwanzlutscher. Drück endlich ab! Du bist ich. Und ich bin du. Aha. Ein war's nach dem anderen. Das werden immer mehr. Das Intervall wird immer kürzer, aber ich muss nachladen. Shit. Shit. Warum stirbst du nicht? Ich muss zurück, ansonsten macht ihr mich platt. Mann, Mann, Mann. Nachladen, komm, auf geht's. Ich muss davor kommen, das gibt's doch nicht. Nachladen. Aber ich verstehe es immer noch nicht, was hier von komischer Film läuft. Ja, das sind wieder, das müssen diese komischen Nervengase sein, was da war es da. In dieser Halle hat strömen lassen, so zumindest, ja, die einzige Erklärung, die ich habe. Nachladen, komm, mach hin, da vorne ist es doch schon, wir haben es doch gleich geschafft. Nimm mich in dein Herz. Da ist er. Nimm mich als deine Lüge. Nagel mich an das Eiskreuz und lass mich wieder aufwachen. Ich hab gewonnen.
Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das läuft irgendwie aus dem Ruder, die Kiste. Er verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Voker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Wir werden ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Das freut mich zu hören. Wie wirst du heute töten? Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Hoyts Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist. Werden Sie das? Komm zurück zu mir. Zu meinem Volk. Bald. Komm zurück zu mir, zu meinem Volk, bald. Ja, Sidra, wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Muss verwandt sein mit Buck. Die gute Sidra hat auch von Houdini gelernt, nur vom Besten. Ach, da ist sie, mein Gott. Ich bin wieder mit Blindheit geschlagen. Da sitzt sie ja. Na? Ja, und Jason scheint ihr irgendwie verfallen zu sein. Zumindest geht die Geschichte in diese Richtung. Er will hier bleiben bei ihr, seine Freunde heimschicken, sie sind in Sicherheit. Er hat jetzt Vaas getötet, möchte Hoyt Voker töten, den Chef von der ganzen Nummer. Ja, um dann bei Sidra bleiben zu können. Ja, wir wissen ja, Jason hat seinen Weg noch nicht so wirklich gefunden. Ne? Also zumindest in der Biografie Jason stand das doch, wenn ich mich erinnere. Wo war denn das? Personen, Bevölkerung. Jason Brody, da ist er, genau. Ein Sportler, bla bla bla. Ein Draufgänger. Ne, wo stand denn das? Mensch, irgendwo stand es doch, dass er seinen Weg noch nicht so wirklich gefunden hat. Ich denke mir das doch nicht aus. Irgendwo stand es. Keith, ja, haben wir noch nicht angeschaut. Internetbanker. War eine Studentenverbindung. Hat ein paar Mal abgeschrieben. Ja, mei, wer hat es nicht? Und sein Dad hat ihm immer den Hintern gerettet. Und er hat 20 Pornoseiten abonniert. Ja, mei. Gibt Schlimmeres, denke ich, oder? Hätte ich mal gesagt. Okay. Na gut, also. Offenbar hat Jason jetzt dann doch seinen Weg gefunden. Er möchte bei Sidra bleiben. Ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt. Also ich... Es nimmt komische Züge an, dieses Spiel auf jeden Fall. Naja, wo sind wir denn eigentlich? Hier sollen wir hin. Okay, wir sind in Sidras Tempel. Ja, das hätte man sich eigentlich denken können. Viva, von da unter.
beziehungsweise nicht von da unten, sondern von da drüben, von Vars Insli heruntergekommen sind, fragt mich bitte nicht, keine Ahnung. Irgendwelche übernatürlichen Kräfte hat die gute Sidra offenbar. Aber okay, was soll's. So, ja. Hätten wir Vars erledigt. Nächster Kandidat auf unserer Todesliste, der gute Hoyt Volker. Trotzdem würde mich interessieren, wie der Vars an diesen blöden Dolch gekommen ist. Da hat sich Jason jetzt gar keine Gedanken gemacht. Und wie zur Hölle soll man das unseren Freunden erklären, beziehungsweise Jasons Freunden? Weil die werden da wahrscheinlich kein Verständnis haben, wenn es jetzt da heißt, hey Freunde, fahrt hier mal heim, ich bleib hier bei meiner neuen Hoppelpop-Schnalle, verstehst? Und alles ist gut. Das glaube ich nicht. Und wie wird der gute Dennis reagieren? Weil wir erinnern uns, als wir Dennis kennengelernt haben, hat er noch groß rumgetönt, ja, er hat nur Augen für eine, bla bla bla, und irgendwie so, ja, schätze ich mal, dass er die gute Sidra damit gemeint hat. Da ist auch Dennis, servus. Aha. Jason, du willst uns schon verlassen? Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Sidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an. Sidra? Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Aha. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ich meine, deiner Mission. Ja. Diese Flasche ist leer. Ich brauche eine neue. Bitte. Schnell. Na schön, also Dennis hat ja, eine neue Leidenschaft offenbar gefunden. Er frönt ab sofort dem Alkohol. Und schon wieder ist die Tür zu. Sprich mit den geretteten Freunden. Ja, ja, ich vermute, jetzt sollen wir es ihnen erklären, dass wir beschlossen haben, hier zu bleiben. Das wird lustig. Das wird lustig. Oh Mann. Dr. Earnhardts Haus. Das muss ja in die Hose gehen. Oh Gott. Das kann nur in die Hose gehen. Ja, ich vermute mal, wir müssen in die Höhle, oder? Ja, mal, wenn wir schon mal da sind, Moment. Können wir mal alles auffüllen, mal wieder, ne? So, dann holen wir uns noch eine neue Weste. Die werden wir vermutlich brauchen. Und ein bisschen Krempel verkaufen, sofern wir einen haben. Ja gut, ein bisschen was ist übrig geblieben, aber gut. So, raus hier und ab zu den Freunden. Ach, da unten ist die Höhle, mein Gott, ja, das kommt davon, ne? Wenn man die Schnellreise benutzt. Beziehungsweise, ha, stopp, Freunde. Wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind schon wieder sehr weit, ne? Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, dann würde ich sagen, wir machen hier an dieser Stelle Schluss für heute. Ich meine, es geht ja wirklich schon lang genug. Und dann, wenn wir beim nächsten Mal uns den Freunden stellen, und ich bin mal gespannt, wie der gute Jason versucht, das Ganze zu erklären. An euch wie immer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.